Gut, also bei mir läuft jetzt eine Aufnahme. Freut mich sehr. Wir haben hier ein Gespräch heute zur Corona-App mit Patrick Breyer, unser Parlamentarier im Europaparlament, unser Abgeordneter der Piraten in Deutschland, Piratenpartei Deutschland. Und ja, da ist natürlich für die Partei der Piraten genau diese Frage der digitalen Aspekte, die jetzt plötzlich ins Spiel kommen, wenn es um Corona geht, also Menschen automatisiert zu informieren, zu überwachen. Für uns Piraten ein ganz wichtiges Thema, mit dem wir uns natürlich gerne auch befassen. Und ich würde noch mal im Vorfeld jetzt vielleicht ganz kurz zwei aktuelle Studien, die ja heute die Bundesregierung auch stark beeinflusst haben, einfach nur erwähnen wollen. Einmal natürlich die Leopoldina, die Akademie der Wissenschaften, die gesagt hat, wir müssen jetzt langsam mal wieder aufmachen, die Menschen sollen mal rausgehen und auch ins Spiel gebracht hat, dass die, gerade wenn man jetzt öffnet, die Kontakte der Menschen über eine App besser nachvollzogen werden könnten. Dann haben wir die Helmholtz-Gesellschaft, die das ein bisschen konkretisiert und sagt, wir müssen uns eigentlich entscheiden, wollen wir ein Szenario, bei dem wir eigentlich vielleicht nicht nachvollziehen können, wer mit wem in Kontakt ist, dann sollten wir jetzt aufmachen. Wenn wir das aber nicht wollen, sollten wir vielleicht lieber zulassen und noch ein bisschen warten, bis die Raten abgeklungen sind, die infizierten Menschen weniger geworden sind und haben eher geraten, zuzulassen. Jetzt ist die Entscheidung getroffen worden, okay, am 3. Mai, bis zum 3. Mai bleiben jetzt erst noch mal die Einschränkungen im Wesentlichen erhalten. Allerdings dürfen einzelne Geschäfte zum Beispiel öffnen. Es dürfen jetzt auch wieder Autohändler beispielsweise aufmachen. Also es wird etwas lockerer werden. Und ja, auch die Schulen sollen dann ab dem 4. Mai eben wieder öffnen. Und damit ist diese Frage einer App natürlich inhärent im Raum. Denn man redet dann ja von Containment sozusagen statt Mitigation, also von Nachvollziehen statt Schadensbegrenzung. Und dazu müsste man dann die Menschen im Einzelnen ja verfolgen sozusagen und ihre Kontakte permanent aufzeichnen. Da ist natürlich die große Frage, wollen wir das? Und wenn ja, was muss man eigentlich beachten, wenn man das tun würde? Willst du da vielleicht schon mal generell was zu sagen, Patrick? Patrick, kannst du uns hören? Ja, hört ihr mich? Ja, alles klar. Wunderbar. Wir müssen sehr aufpassen, dass diese Corona-Krise nicht zum neuen 9-11 wird, also zum neuen Vehikel, um Grundrechte einzuschränken und Überwachungsmaßnahmen einzuführen, die dann nach der Krise bleiben und auch zu ganz anderen Zwecken genutzt werden. Und im Sinne dieser Wachsamkeit muss man versuchen, verschiedene Dinge auseinanderzuhalten und nicht alles zusammenwerfen zu lassen. Zum einen wird versucht, eine Verbindung herzustellen, Maßnahmen jetzt verantwortungsvoll zurückzufahren, sei nur möglich, wenn wir im Gegenzug Überwachung hinnehmen. Und das ist natürlich falsch und das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Diese Tracing-App kann nicht als Schlüssel gesehen werden, um uns gegen den Virus da zu schützen. Was wirklich zählt und wovon auch keine Ressourcen abgelenkt werden dürfen, ist, dass man die Testkapazitäten endlich ausbaut, dass man das Personal in Krankenhäusern und medizinischen Berufen mit Schutzausrüstung versorgt, möglichst auch noch mehr Menschen, vor allem wenn dann so Maskenpflicht und so weiter eingeführt werden soll. Das zählt wirklich. Dass diese Tracing-App wirklich schützen soll, ja, bezweifle ich so, denn zum einen kann sie Leute falscher Sicherheit wiegen. Man kann sich trotz Tracing-App anstecken, zum Beispiel indem man greift, sich nicht die Hände wäscht oder kürzer als es die App misst, den Abstand unterschreitet und dann ins Gesicht gehustet bekommt, auch immer. Andererseits werden die Leute,
die infiziert sind, sich das vielleicht überlegen, ob sie das wirklich in der App anmelden oder nicht. Nicht jeder hat überhaupt die App oder überhaupt ein Smartphone. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, wenn man wirklich eine Warnung kriegt, was soll man tun? Wenn man will, dass die Leute in Quarantäne gehen, wäre das ja freiwillig. Machen sie das wirklich freiwillig? Das hängt auch sehr viel davon ab, wie ist ihre finanzielle Situation. Gibt es da Verdienstausfall oder verlieren sie dann sogar ihren Job? Also da bin ich skeptisch, was den Nutzen jetzt dieser App angeht. Wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass sie freiwillig bleiben wird. Wir wissen schon, dass man in Polen zum Beispiel nur die Wahl hat, App installieren oder Besuch von der Polizei bekommen, unangemeldet, zu jeder Zeit. Die CSU fordert schon jetzt, wenn Freiwilligkeit nicht nützt, muss es verpflichtend werden. Und deswegen, da kann man sich nicht wirklich drauf verlassen. Aber wir wissen noch gar nicht genau, wie diese App technisch nicht untersucht worden. Was wir allerdings wissen, ist, es gibt eine sogenannte Datenspende-App des RKI, die wieder gerne zusammengeworfen wird mit der Tracing-App. Dabei ist es was völlig anderes. Bei dieser Datenspende-App geht es darum, Gesundheitsdaten personenbezogen zu teilen. Aber da will sie sich ja nochmal gesondert drüber sprechen. Ja, danke erstmal für die klare Ansage. Also die Kernaussage würde ich nochmal sehen. Die App kann nur zweitrangig sein hinter Maßnahmen, die wir vielleicht ganz einfach umsetzen können, wie aufzupassen, uns die Hände zu waschen, Abstand zu halten. Das ist ja genau das, was jetzt auch zur Reduktion dieser Infektionsraten geführt hat. Jetzt haben wir natürlich das Problem, okay, wenn die Schulen aufmachen, dann wird es vielleicht nicht möglich sein, diese Abstandskontrolle weiter aufrechtzuerhalten. Und viele Menschen gehen davon aus, dass so eine App, und da würde ich jetzt mal bewusst nicht bei der Datenspende-App bleiben, sondern noch wirklich bei dieser Tracing-App, dass die uns helfen könnte. Also gehen wir mal davon aus, wir können es nicht verhindern. Die App kommt. Dann hat die Verbraucherzentrale gesagt, naja gut, die App muss halt 5 Punkte erfüllen. Du hast ja ein paar quasi schon vorweggenommen, nämlich Freiwilligkeit, zeitlich befristet, und dann kommen noch 3 Punkte, die eigentlich ziemlich schwammig sind, nämlich geeignet, nötig und verhältnismäßig. Das hört sich für mich so ein bisschen an wie Terrorgesetze, ja, also alles ist erlaubt, wenn man es nur irgendwie bezeichnet. Deswegen habe ich da Schwierigkeiten. Einer hat vorhin hier in der Runde schon erwähnt, Marcel Kuja hat ja das alles ein bisschen viel besser konkretisiert, Open Source geredet, das heißt, der Code muss praktisch bis zum Schluss offen liegen. Er hat auch ein paar Punkte benannt, was die App auf gar keinen Fall machen darf. Zum Beispiel, will ich jetzt nicht alles rezitieren, aber Einzelne zu stigmatisieren, die krank sind, das fand ich sehr bemerkenswert. Und bleibt man vielleicht mal bei der Verbraucherzentrale. Freiwillig, eine freiwillige App, die geeignet ist, total toll geeignet ist, auch nötig ist, dass wir wieder rausgehen dürfen und voll verhältnismäßig ist. Ja, ich sage es extra mal polemisch ein bisschen. Und dann auch nur befristet, bis die Krise überstanden ist. Was wollen wir eigentlich als Piraten fordern, um zu sagen, okay, also wenn schon, denn schon, so ungefähr? Also diese Apps sollten halt möglichst verhindern, dass Daten abfließen und in zentrale Server gelangen. Das heißt, es ist technisch möglich, das so zu designen, dass Kontakte halt dezentral im Gerät selber nur gespeichert werden und dass man dann auch die Warnung und die Warnmeldung technisch so ausgestalten kann, dass eine Rückverfolgung zu dem einzelnen Gerät, der einzelnen Geräte-ID von zentraler Stelle nicht möglich ist. Und das würde ich auch sehr empfehlen, die Architektur so aufzubauen, denn wenn es technisch möglich ist, müssen wir damit rechnen, dass es später auch gemacht und dann auch verpflichtend gemacht wird. Es ist wichtig, dass keine Bewegungsdaten gespeichert werden. Das heißt, es geht wirklich nur darum, in der Nähe von welchem Gerät war man. Wo das gewesen ist, ist im Endeffekt egal. Deswegen sollte das auch nicht gespeichert werden. Open Source ist ganz wichtig, um zu sehen, was macht die App wirklich.
Ja, aber wie gesagt, das ist, bleibt immer noch die Frage, würden wir so eine App installieren? Würde mich interessieren, was du. Ich würde es nicht machen, denn ich verhalte mich im Grunde genommen schon sowieso so, wie als ob ich mit Leuten auch in Kontakt komme, die infiziert sein können. Und damit müssen wir ja alle jederzeit rechnen. Jeder geht einkaufen. Viele Leute, die da draußen rumlaufen, wissen vielleicht gar nicht, dass sie infiziert sind. Bei manchen ist das ja ohne Symptome der Fall oder sie wissen es noch nicht. Also wir müssen eigentlich sowieso immer damit rechnen, dass wir im Kontakt waren mit möglicherweise infizierten Personen und uns so verhalten, Abstand halten, Hände waschen und so weiter und so fort. Deswegen, ich würde mir nicht installieren. Was meinst du? Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den ich auch erlebt. Ich habe mich auch ein bisschen verändert und halte mich natürlich an die Regeln jetzt. Und ich finde es fast angenehmer, muss ich sagen, in mancherlei Hinsicht, dass man nicht mehr so eng aufeinander steht, dass man einfach ein bisschen Abstand hält. Warum nicht das zu einer neuen Kultur machen, die Kultur der Zivilisation, Gesellschaft, die sich bewusst ist um die Gefahren von Pandemien, sage ich mal. Aber ja, ich denke, ich würde mir die App vielleicht installieren, wenn sie genau die drei von dir genannten Eigenschaften hat. Nämlich nicht freiwillig, wie jetzt die Verbraucherzentrale sagt, sondern anonym vor allem. Ne? Also eben nicht Bewegungsdaten, alles speichern und am Ende noch irgendwo hin übertragen, sondern einfach nur ein Pieper, der angeht und sagt: Hey, Danger, du hattest Kontakt. Da war jemand unter 2 Meter, du hattest Kontakt. Also so eine grüne Lampe. Wenn ich da das Vertrauen hätte, weil auch Open Source, das wird auch genannt. Dann sozusagen, ich also glaube, das ist safe. Da werden die Daten jetzt nicht irgendwohin übertragen, schon gar nicht, wo ich genau wann mit wem in Kontakt war. Dann könnte ich mir das eigentlich vorstellen. Und ich würde dann natürlich die App auf jeden Fall, also wenn es dann heißt, das geht gar nicht ohne Zwang, das halte ich für völligen Quatsch. Die Menschen, die jetzt alle sagen, wir müssten die Maßnahmen vielleicht verlängern oder Angst haben vor dem Virus, das sind ja 80% der Menschen, was vielleicht auch Grund dafür ist, dass es so gut funktioniert, dieses Social Distancing, oder ich nenne es mal lieber Physical Distancing, das wir eingeführt haben. Die würden sich doch bestimmt melden, wenn die App ihnen sagt, du hattest Kontakt. Das ist ja ein Eigeninteresse. Also ich würde mich auf jeden Fall melden. Ich würde sagen, hey, meine App hat gepiept. Kriege ich einen Test? Kann ich einen Test machen? Auch ein ganz wichtiger Punkt von dir. Das Ganze kann sicher nur funktionieren, wenn es dann auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel einfach einen schnellen Test machen zu lassen. Also wenn ich jetzt wüsste, okay, ich kriege die App, die ist anonym, die ist Open Source und ich kann sie auch sofort wieder deinstallieren und freiwillig natürlich sowieso installieren. Ich glaube, ich würde es machen. Wenn ich wüsste, ich kriege dann einen Test, wenn die bei mir mal piept. Nicht, weil ich jetzt scharf auf den Test bin, sondern weil ich denke, das wäre für mich ein ganz großer Schutz. Wäre ja vielleicht auch ganz lustig, dass wenn jemand zu Hause bleiben will, dann kann er sich diese App holen und dann eine Warnmeldung provozieren, indem er mal sein Smartphone rüberschiebt. Ja, war hier eine Frage? Ja, ich sage mal ganz deutlich, ich müsste es noch überlegen, aber für mich ist natürlich die derzeitige, ich sage mal, Isolationsphase lebenswichtig. Ich bin Hochrisiko. Mein Geburtstag liegt weit genug zurück, ich habe Diabetes, ich habe eine KHK. Das heißt also, für mich wäre schon wichtig zu wissen, hast du ein Risiko? Und was FJ sagt, ganz wichtig, wenn ich so eine Warnung kriege, dass ich dann Anspruch auf einen Test habe. Es gab noch einen Kommentar von Hugi. Ja, alle reden immer drüber, das ist anonym und das funktioniert alles. Ich habe bis jetzt noch keinerlei wirklich genaue Beschreibung gefunden, wo ich das nachvollziehen konnte, dass das tatsächlich so ist. Und ich habe extrem starke Zweifel. Also ich bin halt Techniker und ich verstehe noch nicht, wie sowas funktionieren kann. Also einerseits die Meldegeschichte, wenn es anonym ist, da glaube ich nicht dran. Und zweitens auch diese Kontakterkennung über Bluetooth. Erschließt sich mir noch nicht. Also da hatte ich das Gefühl, dass ein Punkt, nämlich die völlige Kontrolle über die Schnittstellen zu haben, sprich immer nach einer Freigabe gefragt zu werden, wie es eigentlich ja, per DSGVO eigentlich nötig ist. Also dass die App auch sagt, oha, ein Kontakt, willst du, dass der übertragen wird und so, und wir uns darauf verlassen können, dass da die Gesetze gelten, dass das sozusagen eine Möglichkeit wäre. Ich sage es mal so, wenn wir damit rechnen müssen, dass sozusagen alles erlaubt ist, nur weil Corona
dann sind wir sowieso verloren. Ne? Dann kriege ich mal den Staatstrojaner installiert, sage ich jetzt mal überspitzt, und der saugt die Daten einfach ab. Ich hätte noch. Lies mal bei Heise nach, ich habe den Link reingetan, da ist einiges angesagt. Na gut, das ist ja nur die Schnittstellengeschichte. Es fängt ja schon an, wenn Sie über Bluetooth irgendwas sondieren wollen. Wie funktioniert denn das? Also wenn da eine Scheibe dazwischen ist oder jemand ist im Stockwerk über mir, solche Geschichten. Wie kann das denn überhaupt funktionieren? Gut, aber im Stockwerk über dir, also das ist wahrscheinlich zu weit entfernt. Also entscheidend ist ja, dass eine einigermaßen genaue Entfernungsmessung möglich ist. Das wird jedenfalls behauptet. Und dass eben nur solche Kontakte erfasst werden, die so im Umkreis von, sagen wir mal, 2 Metern sind. Also Stockwerk drüber, weiß ich nicht, ob es da auch sozusagen Ausfälle geben kann, dass da jemand gemessen wird, wenn die Räume niedrig genug sind. Aber ich denke eigentlich nicht. Einwurf, ich arbeite mit Bluetooth. Wir machen in der Produktion Barcode-Scannen. Da kann man durch diverse Gebäude rennen und hat immer noch Empfang. Gut, ich würde jetzt noch mal ganz kurz die Details vielleicht zurückstellen, die technischen Details. Eine große Frage, die ja auch hinsichtlich dieser Punkte angesprochen ist, wer kontrolliert eigentlich, dass die App dann wirklich dem Datenschutz gerecht wird? Lässt sich das überhaupt kontrollieren? Jetzt haben sich Google und Amazon angeboten. Sie würden gerne bereitstehen und sie machen auch alles Open Source bis zu dem Punkt, bis es in ihren Kernel implementiert wird. Dann ist es natürlich alles Closed Source und wir wissen nichts. Also da taucht ein bisschen die Frage auf, wer wäre eigentlich zuständig, uns zu garantieren oder auch Kontrolle zu leisten? Wer sollte eigentlich Hoheit über die Daten am Ende haben? Können wir da Forderungen aufstellen? Vielleicht auch nochmal konkret die Frage an Patrick. Die Datenschutzbehörden haben natürlich das Recht, zu überprüfen. Und tja, bei dieser Datenspende-App hat ja der Datenschutzbeauftragte zu machen, dass er den Code dieser App nie gesehen hat. Und das Beispiel, denke ich, zeigt schon, dass wir jetzt nicht davon ausgehen können, dass so eine Kontrolle wirklich vorher stattfindet, bevor sowas auf die Menschheit losgelassen wird. Deswegen die Forderung nach Open Source ist wichtig, damit das auch öffentlich analysiert werden kann, die Pros und Kontras von diesen Apps und wie sie funktionieren. Aber natürlich müssten eigentlich die Datenschutzbehörden zu können. Die Personalausstattung ist ja ziemlich mau und die Zahl der Informatiker ist erst in den letzten Jahren ein bisschen angestiegen und aufgebaut worden. Also ja, ich hoffe mal, dass eine gewisse Kontrolle da stattfinden kann. Wir müssen aber halt auch berücksichtigen, dass nicht immer nur um Datenschutz geht. Der Datenschutz ist ja in dem Moment raus, wo der Personenbezug weg ist. Und gerade in dem Bereich ja, anonymisierte Funkzellendaten habt ihr ja sicher mitbekommen, dass Telefonica und andere anonymisierte Funkzellendaten der kompletten Bevölkerung letzten Endes weitergeben an das Robert-Koch-Institut. Da hast du zwar das Datenschutzproblem nicht mehr, wenn die Anonymisierung wirksam ist, aber du hast ein ganz anderes Problem. Da können nämlich plötzlich Regierungsbehörden sehen, wie viele Personen sich wo aufgehalten, sich wo getroffen haben, ob es vielleicht auffällige Bewegungsmuster gegeben hat. Und das von der kompletten Bevölkerung. Das ist natürlich hochproblematisch, sowas in der Hände eines Staates, der sich ganz allgemein interessiert für politische Aktivitäten und Aktionen und Planungen. Und mit der Anonymität ist es dann auch nicht mehr lange hin. Denn wenn der sieht, da hat was Interessantes stattgefunden oder was Verdächtiges, dann wird natürlich durch Datenabfrage das identifiziert und dann ganz konkret die individuellen dann abgefragt, ne? Und deswegen greift das Datenschutzrecht auch an der Stelle zu kurz.
weil es sagt, anonymisiert ist kein Problem. Ist es aber doch. Ja, da stimme ich dir auch wirklich zu bei dem letzten Punkt. Ich würde, bevor er verloren geht, den ersten Punkt von dir nochmal aufgreifen, dem ich auch voll und ganz zustimme. Da warst du aber ein bisschen abgehakt, deswegen wiederhole ich es einfach nochmal, dass die Datenschutzbehörden im Prinzip einmal unterausgestattet sind. Das wäre auch eine Forderung, die wir ja haben, dass wir mehr IT-Kompetenzen in Datenschutzbehörden haben möchten. Aber eben auch der interessante Punkt, dass so ein Wildwuchs existiert. Ne? Also so ein Chaos, fast schon, wer jetzt was alles macht. Und dann gibt es die Datenspende-App, finde ich auch schon einen ganz mysteriösen Namen, Datenspende-App. Ich meine, ich spende Blut, ja, also jetzt Daten. Und diese Daten, das kommt vom RKI, da kommt eine App, die hat noch nicht mal einen Datenschutzbeauftragter gesehen. Das kann in meinen Augen also nicht sein. Das ist wirklich ein bisschen verspieltes Vertrauen an der Stelle in meinen Augen. Oder wenn wir es aus Piratensicht sehen, vielleicht auch sozusagen Schuss vor den Bug, den die Bevölkerung kriegt, zu sehen, da kommt ganz schön was auf euch zu. Also ja, ich sehe es eben noch fast ein bisschen positiv, habe ich ja schon raushängen lassen. Ich würde mir die App vielleicht installieren, aber es hört sich halt alles ziemlich mau an. Und wenn jetzt dieser zweite Aspekt ins Spiel kommt, wird es richtig heikel. Denn das ist ja dann die große Frage, kann das RKI wirklich verstehen, wie sich Epidemien ausbreiten, nur aufgrund der Überwachung von potenziellen Versammlungen? Ich sage es mal so ganz zugespitzt. Und ich glaube, wir haben wissenschaftlich gesehen kein Informationsproblem, beziehungsweise es sind die echten und das hattest du ja eingangs auch gesagt, die echt wichtigen Informationen sind, wer hat Antikörper, wen können wir alles testen. Da jetzt mit irgendwelchen Apps zu hantieren, wo ich nicht mal weiß, also die Korrelation App oder Infizierter, die gibt es ja nicht. Wenn ein infiziert ist, läuft er nicht mehr rum mit der App, dann ist er in Quarantäne. Und wenn er mit der App rumläuft, weiß ich nicht, ob er infiziert ist. Also da kann man in meinen Augen nur Schindluder mit treiben, ohne was zu erfahren. Wir haben so viel Informationen über diese Pandemie gesammelt, dass im Moment die Auswertung noch hinterherhinkt und sich die Experten streiten, welche Auswerteverfahren eigentlich die richtigen sind. Und wenn man die Virologen fragt, ziehen die ihre Informationen aus Bevölkerungsbefragungen von Erkrankten, aus Antikörpertests und aus noch mehr Tests auf das aktive Virus, aber ganz bestimmt nicht aus Bewegungsdaten einer App. Vielleicht eine ganz wichtige Anmerkung auch für den Patrick. Apple hat ja bekannt gegeben, dass sie alle Bewegungsdaten aus Apple Maps jetzt öffentlich zur Verfügung stellen werden. Ja, das ist ja überhaupt ein Problem, dass die Smartphone-Hersteller, aber auch Diensteanbieter, Google und so weiter, im Internet eben verbreitet euch tracken. Das heißt, jeder Klick wird personenbezogen abgespeichert. Und dass natürlich diese Daten deswegen bei den Anbietern vorhanden sind und auch von staatlichen Stellen und zwar identifizierbar abgefragt werden können. Wenn die jetzt vermeintlich anonymisiert veröffentlicht werden, ist halt erstens das Problem, dass du auch aus anonymen Daten Profile ungewöhnliche Bewegungen identifizieren kannst. Und zweitens ist für staatliche Stellen die Anonymität halt nicht weit her, weil wenn die Personendaten haben wollen, fragen sie. Patrick, du bist gerade weg. Vielleicht ist irgendwas mit deinem Push-to-Talk? Nee, ich war auch mit meinem Statement fertig. Achso, alles klar. Es war dann nur am Ende das letzte Wort geschluckt. Wir hatten vorhin ein bisschen drüber diskutiert, bevor du kamst, was es eigentlich jetzt für Möglichkeiten gibt, Verstöße, die hier doch in einer Tour stattfinden und vielleicht auch gesetzlich eben gar nicht gedeckt sind, zu ahnden. Also es ist ja jetzt, sage ich mal, bei Behörden grundsätzlich nicht möglich, mit der DSGVO zu kommen. Das heißt, eine Universität oder ein Institut, ein Robert-Koch-Institut, kann gar nicht zu einer Strafe verdonnert werden, egal was sie machen. So zumindest die Information, die ich habe. Auf der anderen Seite wissen wir, dass auch irgendwie Google und Amazon genauso wenig gezwungen werden können. Sie kriegen zwar Strafen von den Datenschutzbehörden, aber zahlen dann anscheinend nicht. Oder zumindest ist das alles noch nicht durch. Und der Druck, den sie aufbauen können, indem sie sagen, ja, dann mach mal halt einfach zu, wenn ihr nicht mehr wollt, ist so groß, dass alle einknicken. Haben wir da auf europäischer Ebene überhaupt eine Chance, sozusagen die EU stark genug zu machen, um gegen internationale Konzerne und vielleicht auch gegen den Wildwuchs von Instituten vorgehen zu können?
Also es ist so, dass diese Durchsetzungsbefugnis, also zumindest, dass man Anordnungen treffen kann zur Durchsetzung des Datenschutzes, die besteht auch gegenüber staatlichen Stellen. Und der Gesetzgeber geht halt grundsätzlich mal davon aus, dass staatliche Stellen sich daran halten gegen solche Anordnungen. Wenn sie es nicht wollen, müssen sie dagegen vor Gericht ziehen. Das ist ja auch passiert, zum Beispiel im Fall des Hamburger Datenschutzbeauftragten. Aber in Deutschland ist es so, dass jedenfalls eine Gerichtsentscheidung dann auch akzeptiert wird, ohne dass man da jetzt eine Geldbuße verhängen muss. Man muss ja auch sagen, dass eine Geldbuße gegen eine Behörde nicht so sehr viel jetzt bringen würde, denn letzten Endes schiebt da der Steuerzahler eben ein Budget in eine andere Tasche und die nehmen das aus irgendeinem Budget für die Kaffeekasse oder was auch immer. Also ich glaube, so wirklich effektiv wäre das nicht. Deswegen würde ich daran jetzt nicht festmachen, wie wirksam der Datenschutz gesetzt wird. Aber wir haben natürlich ein riesiges Vollzugsdefizit, weil die Datenschutzbehörden nicht genug Personal haben und übrigens auch oft bewusst eben bestimmten Sachen nicht nachgehen und sie nicht nachverfolgen wollen, sodass man höchstens noch vor Gericht klagen kann und wer macht das schon? Mögliche Auswege sind, dass man eben Sammelklagen zulässt. Im Bereich Verbraucherdatenschutz ist das inzwischen auch möglich in Deutschland. Aber die Verbraucherzentralen haben jetzt auch nicht so viele Kapazitäten, dass man dieses Instrument öffnet, auch für Datenschutzorganisationen, aber auch, dass man Datenschutz sozusagen wettbewerbsrelevant macht. Das heißt, dass ein Unternehmen auch Konkurrenten sozusagen abmahnen kann, wenn sie versuchen, sich einen Wettbewerbsvorsprung durch Datenschutzverletzungen zu verschaffen. Das könnte schon ein sehr wirksames Instrument auch zur Durchsetzung des Datenschutzes sein. Ja, du hast gesagt, es gibt teilweise gar kein Interesse der Datenschutzbehörden, bestimmte Datenschutzverstöße zu verfolgen. Das war mir jetzt nicht ganz klar. Meinst du jetzt speziell in Bezug auf Covid oder allgemeiner? Nee, ich meine jetzt allgemein, dass halt die Erfahrung oft ist, dass wenn man Datenschutzverletzungen meldet, dass die Datenschutzbehörden halt das nicht nachverfolgen wollen oder abbügeln, vielleicht schon allein, weil sie nicht die Kapazitäten haben, allem nachzugehen, oder sie stellen sich einfach nur auf den Standpunkt, das wäre doch in Ordnung. Also man kann keineswegs sagen, dass die halt immer sehr hilfsbereit und ja, auf der Seite der Bürger da wären. Ich hätte nochmal jetzt so eine Art Summary-Frage zu der App. Wenn wir es jetzt also angenommen, das wäre jetzt so, die Wissenschaft geht im Moment davon aus, dass tatsächlich eine App je nach Durchdringung bei ein paar Prozent bringt es nicht viel, bei 30% ein bisschen was, bei 60% der Bevölkerung schon richtig viel dazu beitragen würde, dass wir zu diesem Containment-Szenario zurückkehren können. Also die Menschen können wieder mehr raus. Man muss dann auch nicht registrieren, wer auf welcher Versammlung ist, weil man kann es ja alles mit der App nachvollziehen. Wenn die jetzt so wäre, dass wir mal davon ausgehen, 80% würden die sich vielleicht installieren und dann auch so gut wie alle, wenn sie wirklich infiziert sind, sich melden. Also ich meine, wer meldet sich nicht, wenn er gesagt kriegt, du bist vielleicht Corona infiziert? Ja, da ist man ja schon Lebensmittel. Also gehen wir mal davon aus, das wäre also ein Positivszenario. Die ist tatsächlich bei Open Source irgendwie, scheint die so zu sein wie irgendeine billige Gaming-App, die ich mir installieren kann, so wie, keine Ahnung, 100 Meter von dir ist jemand, der hat die gleichen Interessen wie du. So ähnlich piept die halt los, wenn jemand auf 2 Meter rankommt und nicht mehr und nicht weniger. Wäre das für uns als Piraten ein Tool, wo wir sagen könnten, eigentlich geil, ja, stehen wir dahinter? Also ich würde, wie gesagt, die Position einnehmen und ich habe ja auch schon mal ein Pressestatement dazu gegeben, dass ich sage, wir müssen davon wegkommen, dass hier solche Datentools als der Schlüssel zur Lösung der Corona-Krise gesehen werden. Und ich betone immer, welche Maßnahmen tatsächlich wichtig sind. Und zwar auch deswegen, weil die Regierungen halt da zu wenig machen, wo es nämlich geht um Versorgung, Schutzausrüstung, wo es um Testkapazitäten geht. Und alles, was halt jetzt gesteckt wird in die Entwicklung solcher Apps und in die Bewerbung,
Das fehlt halt dann in dem Bereich, wo es wirklich sinnvoll und nutzbringend dann auch wäre. Und wir müssen auch ein bisschen aufpassen als Piraten, dass wir halt den Blick über den Tellerrand hinaus auch wagen und nicht nur nach Deutschland gucken. Wobei hier halt auch schon die CSU gefordert hat, das verpflichtend zu machen. Aber in anderen EU-Mitgliedstaaten, in Polen gibt es schon eine Zwangs-App. In Litauen, glaube ich, ist es so, dass quasi die Fotos von Leuten veröffentlicht werden, die irgendwie infiziert sind. Also wir müssen halt auch daran denken, wie wird diese App in anderen Staaten im Ausland auch eingesetzt und was kann sie zur Folge haben, wenn sie verpflichtend ist, wenn sie nicht so ausgestaltet ist, wie vielleicht die Version jetzt, die in Deutschland geplant wird, wenn sie zu anderen Zwecken verwendet werden kann. Also ich denke, dass wir halt als Digitalpartei das technisch analysieren sollten, aber halt auch gesellschaftlich ein bisschen über die aktuelle Situation hinausdenken und das einordnen sollten und das hinterfragen sollten halt auch. Ich habe jetzt, was diese Datenspende-App von letzter Woche anging, erstmal reagiert mit einem Fragenkatalog, in dem ich einfach an das RKI 11 Fragen gestellt habe, zur Funktionsweise, zur Finanzierung, warum ist die Datenschutzfolgenabschätzung nicht öffentlich und so weiter. Und das, denke ich, sollte halt auch unsere Funktion sein, sozusagen das zu kontrollieren und zu hinterfragen und einzuordnen. In der Hand haben wir es natürlich nicht selber, aber die Öffentlichkeit aufzuklären und ihr Sprachrohr zu sein, das ist, glaube ich, was, wo wir gebraucht werden. Ja, das ist wohl wahr. Also Aufklärung und auch Fragen und Forderungskataloge widersprechen ja dann nicht der grundsätzlichen Haltung zu sagen, nee, also eigentlich gar keine App, habe ich jetzt mal so rausgehört, weil, und das finde ich sehr schlüssig, es gibt einfach genug Baustellen, die man prioritär behandeln sollte. Wir zweifeln grundsätzlich an, dass die App überhaupt eine geeignete Maßnahme ist und sie zieht dann im Zweifel Ressourcen, Aufmerksamkeit, falsche Sicherheit und so weiter. Ne? Also ich sag mal, die Virologen sprechen auch selten, manchmal jetzt schon, aber auch da weiß ich immer nicht, meinen sie es genau, wissen sie es genau, von einer App. Meistens sprechen sie eigentlich von Antikörpertests, von Tests des aktiven Viruses, also PCR. Diese Tests könnte man ausweiten. Sie sprechen von Studien, die Heinsberg-Studie wird jetzt rauf und runter kritisiert und diskutiert, scheint ziemlich viel Informationen liefern zu können, was so die Durchdringung in der Gesellschaft angeht durch das Virus, und hat auch keine App benutzt. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass alles, was im Moment rauskommt, sozusagen noch weiter zu stricken ist, ohne dass wir jetzt auf so eine App setzen. Und der Punkt in Europa ist natürlich ein ganz heißes Eisen. Also man darf ja gar nicht dran denken, was gerade passiert. Wir reden hier, glaube ich, auch schon gefühlt, ja, dass unsere Grundrechte eingeschränkt werden, doch auf einem freiheitlichen Ross, wenn man sieht, was in Ungarn los ist, was woanders passiert, also auch in den USA jetzt letztendlich, ne, was Trump da vom Stapel lässt. Man kann ja nur hoffen, dass es ihn jetzt demaskiert endgültig, aber ich bezweifle das eben, weil ich befürchte, dass die Bevölkerung dort, wie vielleicht auch hier, wie vielleicht überall, leider nicht 6 Monate Gedächtnis hat, was die Politik angeht, sondern gerade bei Corona eher so 6 Tage. Ne? Also tatsächlich ist dann vergessen, wer vor 3 Wochen was gesagt hat. Hauptsache, das Virus wird jetzt bekämpft. Und da wird mir schon ganz schön schlecht. Also kann ich nicht sagen, das ist nicht nur in Europa, es ist wohl weltweit ein Desaster für die Menschenrechte, was durch Corona alles auf den Plan kommt. Vielleicht können wir an der Stelle noch mal in die Runde fragen. Jemand spezielle Fragen noch hier aus der Runde? Naja, ich wollte noch mal was zu der App. Die ist ja, sind ja eingelegte Eier, nicht? Also einmal wurde schon darauf hingewiesen, es gibt da so einen Wildwuchs. Also jeder entwickelt jetzt irgendeine App. Das halte ich für sehr gefährlich, weil dann hat man überhaupt gar keine Übersicht, wer macht was. Dann soll es ja eine gemeinsame europäische App geben. Das würde ich dann sogar nochmal begrüßen, auch wenn noch völlig unklar ist,
ob diese App überhaupt geeignet ist, irgendwie hilfreich zu sein. Das muss ja erst nochmal bewiesen werden. Und speziell die falsche Sicherheit, nicht? Also stellen wir uns mal vor, nicht? Alle, die zu einem Fußballspiel gehen, müssen eben die App haben. Dann sagt man, da können wir wieder Fußballspiele machen. Das kann ja alles nachvollzogen werden, nicht? Und dann infiziert sich das ganze Stadion. Was kann da noch nachvollzogen werden? Nicht? Diese Testkapazitäten sind gar nicht da. Außerdem finden dann Ansteckungen statt. Wir wollen ja gerade Ansteckungen verhindern. Also man könnte fast sagen, die App könnte eher so wirken, dass sie zu mehr Ansteckungen führt, anstatt Ansteckungen zu verhindern. Noch der Hinweis an der Stelle, dass das Europäische Parlament morgen oder übermorgen eine Resolution zu der KRI verabschieden wird und die wird auch auf diese Apps eingehen und da einige Anforderungen machen. Also unter anderem, die Verwendung muss freiwillig sein, muss zeitlich begrenzt sein auf die Krise, Zweckbindung, dezentrale Datenspeicherung und so weiter. Also das Parlament wird sich auch nochmal im Sinne der technischen Ausgestaltung da äußern diese Woche. Okay, und wie verbindlich wird das werden? Ich meine, du bist in einer Fraktion, die ist allerdings nicht die stärkste. Das heißt, wie gut können sich die Piraten in ihrer Fraktion durchsetzen? Wie gut kann sich diese Fraktion dann im Parlament durchsetzen? Das ist jetzt schon die politische Frage. Also das ist eigentlich ziemlich unstreitig oder unproblematisch mit der technischen Ausgestaltung der Apps. Deswegen wird es dafür eine Mehrheit geben. Problematischer ist zum Beispiel der Umgang mit anonymisierten Funkzellendaten. Da haben wir zum Beispiel keine Mehrheit dafür, das kritisch zu sehen oder auf die Folgen hinzuweisen. Es gibt auch eine Forderung in diesem Entwurf der Resolution, dass Anbieter von sozialen Medien sollten jetzt mithilfe proaktiver Maßnahmen Desinformation und Hate Speech stoppen, was halt kaum verhohlener Forderung nach Filtern ist. Wir versuchen das rauszukriegen, da weiß ich aber auch nicht, ob da eine Mehrheit es dafür geben wird. Aber wir Piraten haben zumindest für uns schon mal gesagt, dass wenn sowas drinsteht in der Resolution, werden wir auf keinen Fall zustimmen. Da hätte ich mal eine konkretisierende Frage an der Stelle. Mir kommt es manchmal so vor, als wären die Mehrheiten im Europäischen Parlament genau dann, wenn es irrational wird, besonders gegen den gesunden Menschenverstand. Das sage ich jetzt mal ein bisschen paradox an der Stelle. Also eigentlich genau dann, wenn logisch ist, dass eine Entscheidung genau nichts bringt, dann hat man plötzlich eine Mehrheit dafür. Und das sehe ich hier auch schon wieder. Ich sage mal, diese Tracing-App scheint mir auch wissenschaftlich noch diskussionswürdig zu sein. Diese grundsätzliche Bewegungsdaten-App eher nicht. Und jetzt sagst du, letzteres hat eher eine Mehrheit. Liegt es daran, dass einfach, sag ich mal, solche Sachen in bestimmten Staaten so wichtig sind, dass man die jetzt durchkriegt, weil eben so gezielt einsetzbar, um die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten, dass die Abgeordneten da alle in der Spur sind und dann schön die Hand heben? Also vielleicht sollte ich das nochmal klarstellen, dass ich nicht eine Bewegungsdaten-App meinte, sondern ich meinte die anonymisierte Weitergabe von Bewegungsdaten, die im Moment schon gemacht wird. Da wird das Europäische Parlament halt so sagen, nach dem Motto, wir stellen fest, dass das gemacht wird und fordern auf, dass der Datenschutz dabei eingehalten wird. Ja, geht halt an den Problemen vorbei, die jenseits des Datenschutzes bestehen. Aber die Mehrheit im Europäischen Parlament sind halt die größten Fraktionen, sind Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen. Wenn die sich über irgendwas einig sind, dann ist es nicht möglich, daran zu rütteln. Okay, aber dann ist es trotzdem nicht ganz so schlimm, wie ich gerade befürchtet hatte. Danke dir für die Aufklärung. Ach so, aber nochmal zu der Frage vorher zurück. Diese Resolution wird unverbindlich sein. Ja? Also die ist nicht verbindlich, wie auch die EU überhaupt kaum verbindliche Vorgaben den Regierungen machen kann. Es gibt halt die Datenschutzgesetze, die DSGVO und die Privacy-Richtlinie.
Aber die enthalten alle Öffnungsklauseln, dass halt im öffentlichen Interesse auch abgewichen werden kann. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass irgendein Mitgliedstaat das schon gemacht hat, also schon ein Gesetz jetzt plant, um Verkehrsdaten wirklich zu verarbeiten. Ich weiß, dass der Herr Spahn das geplant hatte in seinem ursprünglichen Gesetzentwurf. Also zum Glück ist das wieder rausgeholt worden. Ja, da wird es ja auch für uns in Deutschland dann spannend, eben richtige Themen zu thematisieren. Wie können wir als Piraten am besten beitragen, den politischen Diskurs hier in die richtige Ecke zu lenken? Mit prägnanten Texten oder Aktionen? Du leistest ja viel Arbeit in der Hinsicht. Wie können wir dich da quasi am besten unterstützen? Ja, ich glaube, das könnt ihr im Endeffekt am besten beurteilen, wie das geht. Also wir haben jetzt hier konkret, führen wir halt da den Kampf gegen eine TEREC-Verordnung, die Upload-Filter verbindlich machen würde zur Verhinderung terroristischer Inhalte und die für kleine Seitenbetreiber halt kaum umsetzbar ist. Das heißt, hier, wenn ihr euch da an das Innenministerium zum Beispiel wendet, und an das Justizministerium und hier einfordert, dass die Bundesregierung ihr Versprechen, sie wollen keine verbindlichen Upload-Filter mehr, jetzt eben auch wirklich mal wahr macht bei dieser Terrorverordnung, während sie nämlich tatsächlich das Gegenteil tut. Das wäre sehr hilfreich. Hat aber jetzt natürlich mit der aktuellen Corona-Krise da nichts zu tun. Ich denke, wenn die Partei da öffentliche Aufmerksamkeit schafft, sich positioniert zu Sachen, öffentliche Briefe schreibt, nachfragt, vielleicht sogar mal ein Tool anbietet. Ich fand diesen Generator ganz schön, wo man Nachbarschaftshilfe anbieten kann. Ich glaube, solche Sachen kommen gut an. Ja, ich glaube, der erste Punkt ist auch wichtig. Ne? Also hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm, dass wir im Zuge aktueller Sachen, die bei euch im Parlament gerade diskutiert werden, was auch immer, dann zum Beispiel mal parallel einen Brief ans Innenministerium schreiben. Das können wir ja machen. Ja, wenn ihr auf meine Homepage geht, dann ist es unter den Beiträgen der oberste angeheftete Post. TEREC Stand der Dinge und da ist die Problematik zusammengefasst und auch die Bitte, da aktiv zu werden. Außerdem ist auch letzte Woche, glaube ich, eine Übersichtsseite zu der Verordnung veröffentlicht worden auf dem Internetportal und eine Pressemitteilung dazu. Gut, also Patrick, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier eine knappe Stunde für uns zur Verfügung zu stehen. Ich würde nochmal in die Runde fragen wollen, ob noch Fragen konkret zu dem Thema sind an Patrick, damit wir es jetzt nicht ungewollt ewig ausufern lassen, aber alle auch zu Wort kommen können. Ja, von meiner Seite erstmal danke an dich, dass du das organisiert hast und ich freue mich immer, wenn ich eingeladen werde zu solchen Runden. Ich freue mich auch über eure Fragen. Ich habe noch so 5 bis 10 Minuten Zeit, also wenn ihr was wissen wollt, schießt los. Claudia? Ich versuche, jetzt geht's. Erstmal das Mikro freischalten. Ich hatte es vergessen. Ich wollte ein Stück zurückgehen in der App, sorry, dass ich das nicht früher gefragt habe. Ich habe neulich einen sehr alarmistischen Text von Nerd aus den USA nehme ich angelesen, der sich über diese Bluetooth-App Gedanken gemacht hat. Aber von der anderen Seite, bei Patrick ist es schon mal kurz angeklungen oder bei FD, es ist ja ein System auf Treu und Glauben. Das heißt, man muss glauben, wenn eine Person da teilnimmt und sagt, ich hab's, dass sie auch das sagt. In dem Artikel wurden Dinge aufgemacht, wie ich kann mir ja jemand kaufen. Und den irgendwo hinstellen, damit er Kontakte mit Leuten hat und dann sagt er, ich hab's für Geld. Prekäre Leute kann das vielleicht relevant sein. Wird sich darüber auch angemacht, weil die Daten aus dem Bluetooth, die kommen ja raus. Die kann ja jeder fangen, gerade noch mit der Infrastruktur an Bluetooth, die sich zum Beispiel in Geschäften befindet und so weiter, die sowieso darauf ausgerichtet ist, Bluetooth
zu fangen, macht man sich von der Seite her auch Gedanken drum, ob das eine sinnvolle Sache sein kann, bezüglich der Datenqualität tatsächlich hinten rauskommt. Ja, Claudia, ich kenne diesen Artikel oder Beitrag nicht, den du ansprichst, aber ich kann dir sagen, dass meines nach Wahrnehmung wird sich da keine Gedanken gemacht drüber. Also überhaupt denkt man über die Folgen dieser App wenig nach und was dann passiert, wenn sie wirklich eingesetzt werden. Ne? Also man denkt nur, wie soll sie ausgestaltet werden, aber die Konsequenzen und die Implikationen, allein schon was passiert, wenn eine Warnmeldung kommt, sind da nicht durchdacht. Bei Heise steht aber drin in dem Artikel, ich habe es ja wie gesagt den Link schon reingetan, die Konzerne wollen außerdem einen Mechanismus für Gesundheitsbehörden anbieten, mit dem sich positive Coronavirus-Testergebnisse verifizieren lassen, um Missbrauch zu verhindern. Das System müsse zuverlässige Hinweise liefern, damit Nutzer im Vertrauen können. Okay, das klingt sehr schön, aber wenn Behörden dann Zugriff auf Daten haben, wird's aua. Ja, also das stimmt, dass diese App soll wohl nicht so ausgestattet werden, dass jeder einfach klicken kann, ich bin infiziert, sondern das soll irgendwie verifiziert werden. Aber wie genau, kann ich nicht sagen. Wir müssen da echt abwarten, bis sie kommt. Im Moment kann man jetzt noch kaum was dazu sagen. Ja, ich hatte das vorhin schon gesagt, es soll eben eine Schnittstelle zu Gesundheitsbehörden geben, ja. Und nur die können bei einem verifizierten Testergebnis diesen, sagen wir mal, Alarmmechanismus auch auslösen. Das ist in jedem Falle in der europäischen Spezifikation so. Und ich hatte vorhin ja schon gesagt, genau da ist das Problem, weil an der Schnittstelle verlassen eben die Daten sozusagen den anonymen Bereich. Also da muss man auch sehr viel Augenmerk drauf haben. Wie das in den USA ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt da so einen Wildwuchs und das kann sein, dass es in den USA, da weiß ich nicht, wie viele Anbieter gibt, die dann, sagen wir es mal so, sowas programmieren, was gefährlich sein kann. Da habe ich direkt aber jetzt nochmal eine ganz blöde Frage. Irgendwie habe ich gerade einen Knoten im Kopf. Ich meine, wenn jemand infiziert ist, dann muss er sofort in Quarantäne, oder? Und dann kann ich mit der App tracken, wie viele Leuten er noch auf dem Weg zur Quarantäne begegnet. Ist das dann alles? Nein, das geht doch um die Kontaktverfolgung. Also das Problem, was... Rückwirkend. Das Problem, was die App lösen soll, ist, dass wenn das Gesundheitsamt feststellt, jemand ist infiziert, dann muss das Gesundheitsamt herauskriegen, mit welchen Personen diejenige Person Kontakt gehabt hat. Und das geht eben auch heute schon so, dass er angibt, wo er sich aufhält und so weiter. Da trifft man schon viele. Und die App soll das eben verbessern, dass man eben auch Leute trifft, die er nicht kennt, also die er auf dem Weg in der U-Bahn oder so getroffen hat. Nicht? Aber nur das Gesundheitsamt verfügt über den Zugang zu der Schnittstelle, der dann den Alarm auslösen kann. Auf einmal wurde ein Punkt gesagt, den ich gut finde, ich glaube von Georg, wenn man mal einen Anspruch auf einen Test hätte, und zwar ob mit oder ohne App, völlig egal, das würde schon sehr viel bringen, dass wenn ich den Verdacht habe, dass ich mich mal testen lassen könnte, das geht ja im Moment gar nicht, gibt ja gar nicht genug Tests, das würde tatsächlich was bringen, ganz unabhängig von dieser App. Aber ich befürchte, dass halt mit so einer App sehr viele benachrichtigt werden könnten. Allein schon, wenn ihr dran denkt, diese ganzen Verkäufer, die hinter Glasscheiben sitzen, die aber dann natürlich trotzdem, die App würde das als Kontakt erkennen und so weiter. Also ich glaube, das könnte zu tausenden Warnmeldungen führen. Und wenn die Leute sich dann nicht testen lassen können, was macht das mit denen? Also das macht mir schon Sorgen. Ja, aber Patrick, da hast du ein gutes Beispiel. Also bei Verkäufern und so weiter würde der Alarm ständig losgehen. Was machen die dann? Gehen die dann nicht mehr zur Arbeit? Gehen die 14 Tage in Quarantäne oder wie? Ja, das würde ja vor allem heißen, dass wenn ein Verkäufer infiziert war, dass dann eben, die müssen natürlich in Quarantäne, alle, die infiziert sind, dass dann rückwirkend plötzlich tausende Leute Anspruch auf einen Test hätten. Und ich finde, das ist eine interessante Forderung, die man mal raushauen könnte. App, wenn, dann nur mit Anspruch auf Test, weil das ist tatsächlich ein psychologisches Ding, oder? Ich meine, dann piept deine App rum und du kannst dich nicht testen lassen. Also wir müssten diese Kapazität erstmal schaffen
Und ehrlich gesagt, diese ganzen wissenschaftlichen Studien gehen ja davon aus, dass es dann eben möglich ist, die Leute zu isolieren. Aber die dann einfach nur in Quarantäne zu schicken ohne Test, ist eben eine Zumutung. Das fände ich ziemlich passend zu sagen. Also die Grundvoraussetzung, da muss man ja gar nicht die App legitimieren an der Stelle. Die Grundvoraussetzung, um überhaupt über so eine App reden zu können, ist, dass die Leute, bei denen das Ding piept, auch Anspruch auf einen Test haben. Und zwar auch aus psychischer Hygiene sozusagen. Ja, das war auch eine meiner wichtigsten Forderungen, aber tatsächlich in der Praxis wird gesagt, also sie könnten vielleicht bis zu 80% der Kontaktpersonen testen. Das finde ich ein bisschen zu wenig. Aber das Zweite ist, wenn ich jetzt Alarm kriege und ich gehe 14 Tage in Quarantäne und das betrifft dann viele Leute, naja, dann brauche ich keine App, dann bleibe ich gleich zu Hause. Ja, also das war ja, wie ich vorhin schon sagte, so, inwieweit diese App tatsächlich geeignet ist, eine sinnvolle Kontaktverfolgung zu gewährleisten, das stelle ich auch noch in Frage. Stopp, ihr müsst mal genau hinschauen. Erstens, wenn ich infektiös bin, das heißt also, wenn rauskommt, warum auch immer, ich habe meine Symptome, ich war da, habe mich testen lassen, ich bin positiv, dann war vorher circa 7 bis 14 Tage lang jemand, der streuen konnte. Und da ist eine Warnung schon, na sagen wir mal, nicht falsch. Bitte auch unterscheiden, es gibt ja die zwei Sorten Tests. Die eine, die sagt, du hast aktive Viren im Rachenraum, die sind ja die schön ansteckenden. Oder du hattest die Viren schon gehabt und bist immun. Also da müssen auch die Tests voneinander unterschieden werden. Das also zum einen. Zum anderen aber nochmal auch weit zurück. Ich habe ja die Frage, wenn wir diese Apps haben, sinnvoll, das debattieren wir ja jetzt, aber wem können wir vertrauen, dass sie dieses Open Source, das muss ja so sein, tatsächlich überprüfen? Ich habe gesagt, okay, ich kann mir vorstellen, dass der CCC das kann, und auch zuverlässig ist, den Gesundheitsämtern, den anderen Ämtern traue ich da nicht so weit. Gibt es noch, nach eurem Wissen, Patrick, sonst jemand, noch andere Open-Source-Prüfer, die NGOs sind? Also der CCC hat schon angekündigt, dass er zumindest von Apps abraten wird, die sozusagen unsicher sind oder seine Anforderungen nicht erfüllen. Sie haben aber schon gesagt, dass sie jetzt keine App-Tester sind und das ist, denke ich, auch nicht ihre Aufgabe. Ich muss mich an der Stelle leider ausklinken, aber ihr seid gerade richtig gut im Diskutieren, deswegen lasst euch nicht stören und super, dass ihr diese Diskussionsrunde organisiert habt. Nochmal vielen Dank dafür. Ja, danke dir nochmal und schönen Tag. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao. Ich bedanke mich auch. Ich wollte was zum Thema NGOs sagen. Da kann man auch ruhig über den Tellerrand schauen, über den deutschen Tellerrand nämlich, denn es soll ja eine europäische App entwickelt werden, wenn ich das verstanden habe. Oder das gibt es auch Überlegungen dazu. Und da gibt es natürlich auch Leute in anderen Ländern, wie beispielsweise La Quadrature du Net in Frankreich, die dort immer wieder Sachen drüber schreibt und einige andere auch. Da müssen wir mal auch ein bisschen mit unseren Piratenkollegen europäisch operieren und uns austauschen und gucken, was mit denen da so los ist und nachgeschaut wird insgesamt und bei den NGOs. Die Marketa selber aus Tschechien, die hat sich ja mit dem Thema bezüglich der tschechischen App und den Problematiken Bluetooth, die hier eben auch angesprochen werden, schon ausgiebig beschäftigt. Die kann man dazu auch sicherlich ansprechen. Ja, ich wollte nur noch kurz ergänzen, dass also jedenfalls die Apps, die eben nach EU-Spezifikationen laufen, aber überhaupt generell nur sinnvoll sind, wenn Kontakte erst nach 15 Minuten gezählt werden. Das heißt, es wird nicht jeder gezählt, den man trifft, sondern wenn man sich 15 Minuten in der Nähe aufgehalten hat, dann wird ein Kontakt angelegt. Ich halte 15 Minuten für zu lange. Also du kannst dich innerhalb von 2 bis Minuten anstecken.
Ja, das kann sein, ist aber tatsächlich unwahrscheinlich, weil also die, also praktisch, das ist von Virologen, diese Zeit wird von Virologen genannt, bei Coronaviren musst du in etwa 5 Minuten einem Aerosol oder wie auch immer ausgesetzt sein. Also deswegen sind auch diese Schmierinfektionen relativ unwahrscheinlich. Du musst eben längere Zeit, also vielen Viren ausgesetzt sein, damit es zu einer wirklichen Ansteckung kommt. Ich frage mal schnell nach. Ja, also wir haben, das muss man hier mal an der Stelle sagen, wir haben Glück im Unglück, dass dieses Virus sich doch nicht so schnell verbreitet, wie mal am Anfang angenommen. Bei den enormen Mengen Virus im Rachenraum, die Drosten entsetzt festgestellt hat, als er sein erstes Interview gegeben hat, nennenswert in der Öffentlichkeit. Wenn die sich verteilen würden wie Ebola, sag ich mal, oder durch die Luft übertragen werden würden über Kilometer, dann hätten wir echt ein Riesenproblem. Und es scheint ja so zu sein, dass tatsächlich dieses bisschen, ich nenne es mal so, ne, also in einer Pestpandemie oder was wir in der Geschichte erlebt haben, ist es wirklich im Moment nur ein bisschen, was hier so läuft. Und mit dem bisschen Abstand halten, das wir gerade einführen, schaffen wir es, diese Pandemie auf Null zu drücken. Ich finde, da haben wir eigentlich ganz schön Glück. Es gibt kaum Fälle in der Geschichte, wo die Menschheit so reagieren konnte auf eine Pandemie. Und das ist, finde ich, ziemlich einzigartig, wie das gerade läuft. Ja, toi, 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 nicht? Aber eben zu der Frage, also gerade weil das eben alles so ist, kann ich ruhig nochmal in Frage stellen, wozu brauchen wir dann eine App? Also wichtig ist eben diese Distanz, Menschenansammlungen vermeiden, nicht? Also praktisch nicht mehr mit vielen Leuten im Stadion oder auf Tanzfläche rumschreien, weil da werden ja die Aerosole erzeugt, die dann eben sehr viele Menschen gleichzeitig anstecken können. Also auf das müssen wir alles erstmal verzichten, jedenfalls bis es einen Impfstoff gibt oder wenigstens eine halbwegs sichere Behandlungsmethode. Und dann ist eben die Frage, brauchen wir dann überhaupt noch zusätzlich so eine App? Ich wollte das auch nochmal bekräftigen, was der Alexander gerade sagte, die App ist kein Ersatz für irgendwas. Die App ist ein extra Ding zusätzlich, um eben noch mehr früher feststellen zu können, bevor die Dinge unkontrolliert laufen. Also es hilft etwas, auch das wird nicht alles lösen. Es wird kein einziges geben, außer vielleicht eine Impfung irgendwann mal nächstes Jahr oder so. Abgesehen davon wird es kein einziges geben, was alleine hilft, irgendetwas hier sicherzustellen. Es ist immer die Kombination von mehreren Dingen und je mehrere Dinge kombiniert werden, die auch unterschiedliche Vektoren haben in die Vergangenheit oder in die Zukunft, umso mehr man davon hat, umso mehr kann man die Quote runterkriegen. Aber eben keine absolute Sicherheit, Gewissheit und völliger Schutz gibt es nicht. Ja, aber in dem Zusammenhang muss man auch diese App diskutieren. Also wir hatten ja gestern in der internationalen Koordination auch die Möglichkeit der Forderung, völlig eine App abzulehnen. Ja, das wird gemischt diskutiert, weil wir können uns im Moment eigentlich nicht leisten, irgendetwas völlig abzulehnen. Aber man sollte doch sehr kritisch auf die Dinge schauen. Es gäbe einen Haufen Möglichkeiten, was man Wertvolles noch entwickeln könnte. Zum Beispiel eine Virusdetektor-App wäre ziemlich geil. Und das, ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig weit weg ist. Ne? Also da müsste man halt diese Tests noch miniaturisieren und für Menschen auch wirklich zur Verfügung stellen. Es gibt solche PCR-basierten Tests tatsächlich für Smartphone, für bestimmte Parasiten in Afrika. Wenn man so weit mal wäre, das in Deutschland in der Menge dann anbieten zu können, das wäre auf jeden Fall eine App, die ich mir auf jeden Fall installieren würde. Also es ist derzeit ein MEMS-Sensor im Test, der aufgrund des Mohlgewichtes bzw. des Gewichtes des Virus diesen identifizieren kann, der auch dann über USB entsprechend an Geräte angeschlossen werden kann. Die Geräte sind noch nicht ganz gleich portabel, die sind ein paar Kilo schwer. Ich habe darüber auch gelesen. Impfungen, die können relativ schnell da sein. Das, was dauert, ist
sozusagen die Verifizierung an Gesunden und an einzelnen Kranken, ob und wie weit sie Wirkungen haben, die man nicht haben möchte, also Nebenwirkungen. Wie wäre unsere Position? Große Sicherheit, also lange Entwicklungsdauer oder Risiko, gewisses Risiko, das kann man abschätzen anhand schon existierender ähnlicher Impfungen und schnell zur Verfügung stellen? Freiwillige vor, würde ich sagen. Also wer sich schnell impfen lassen will, sehenden Auges um der Risiken, sollte jetzt nicht über Gebühr dran gehindert werden. Dazu muss das Ding aber schon gelassen sein. Und was ist freiwillig, wenn dein Arbeitgeber dich dazu zwingt? Naja, nee, so einfach ist das nicht. Also ich habe schon mehrmals diese Phasen der Impfstoffentwicklung gepostet und tatsächlich wird es so sein, natürlich können wir die Position vertreten, dass man eben möglicherweise Zulassungsverfahren beschleunigt. Ja, dagegen spricht gar nichts, aber in der Regel ist es so, dass bevor ein Impfstoff der Bevölkerung allgemein zur Verfügung gestellt wird, werden erstmal Gruppen geimpft, also es werden erstmal Krankenhauspersonal geimpft, es werden erstmal Risikogruppen geimpft und so weiter. Und am Ende steht dann eben auch eine Zulassung für die Allgemeinheit, also jeder kann zu seinem Hausarzt gehen und diese Impfung bekommen. Und das dauert, bis wir in dieser Phase sind, dauert mindestens 18 Monate. Ja, man könnte sich vielleicht, aber tatsächlich, also die großen Risiken bei der Impfung sind ja, dass der Impfstoff entweder nicht wirkt oder dass man Corona kriegt durch die Impfung, wenn er jetzt in der Entwicklungsphase ist. Und es gibt sehr viele Menschen, die sagen, ich würde mich ja freiwillig infizieren, wenn jetzt mal einer aufruft zur Corona-Party, was totaler Quatsch ist, ja, würde ich ablehnen. Aber wenn man jetzt sagt, so wie es die Virologen selber empfehlen, Menschen, die sich einer klinischen Studie unterziehen wollen, die etwas früher startet als üblich, unter aufgeklärtem Niveau teilhaben zu lassen an so einer Studie und die entsprechend zu vergüten, da kriegt man ja auch Geld dafür, könnte ich mit Leben zu sagen, das unterstützen wir. Also jetzt muss ich aber kurz nochmal unterscheiden, nicht? FJ, was du meinst, sind die sogenannten Vektorimpfstoffe. Da ist China im Moment dabei, mehrere zu testen, die also darauf basieren, dass man eben abgeschwächte Viren quasi mal Anführungszeichen einsetzt. Ja, das Problem ist, Coronaviren sind ja sehr lange bekannt. Nicht? Da wird seit mindestens 20 Jahren noch intensiv nach Impfstoffen geforscht. Nicht? Das wäre doch toll, wenn man einen Impfstoff hätte, der diese ganzen Erkältungen, ja, die eigentlich harmlos sind, sozusagen, die davor schützen würden. Aber es ist bislang noch nicht gelungen, einen funktionierenden Impfstoff gegen Coronaviren zu entwickeln, nicht? Also deswegen bin ich auch bei diesen Vektorimpfstoffen sehr skeptisch. Die werden eben nicht unbedingt jetzt die Leute krank machen, aber die werden einfach nicht wirken oder nicht den vollen Schutz gewähren. Das, worauf man im Moment setzt, du bist weg. CureVac, also diese Firma hier in Deutschland, ja, die schon mal in der Presse war, die arbeiten eben mit einer ganz neuen Methode, wo es also gar nicht mehr darum geht, Viren-RNA oder sozusagen Viren zu verwenden, sondern die stimulieren quasi das Immunsystem gegen bestimmte Viren. Und da hat man bislang eben auch noch nicht so viel Erfolge, aber es könnte sein, dass jetzt gerade da ein Durchbruch kommt. Und darauf würde ich im Grunde setzen, nicht? Und dieser Impfstoff könnte im Herbst jedenfalls schon zur Verfügung sein, aber wie gesagt, noch nicht für die Allgemeinheit. Es gibt zwei Möglichkeiten, die derzeit bearbeitet werden. Das eine ist, man nimmt Virenbruch, also von der Oberfläche, denn dort sitzen die Kennzeichen für den Virus, auf das dann das Immunsystem anspricht. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich, reines Virus-RNA zu verwenden. Das geht in die Zelle, macht aber nichts, aber stimuliert dann auch die spezifische Abwehr. Die sind beide noch nicht ganz fertig, aber beide derzeit in der Arbeit und
wahrscheinlich, ich kann es nur so sagen, relativ risikoarm. Aber da haben wir noch nichts Fertiges. Na, vielleicht haben wir ja unglaubliches Glück und die Antikörpertests zeigen, dass doch schon recht viele Menschen Antikörper haben. Wahrscheinlich kommt darauf an, was viel ist. Ne? Ich denke, es werden mehr sein als infiziert. Je mehr, desto besser. Und die kommen ja jetzt wahrscheinlich recht zeitnah. Diese Antikörpertests, die gibt es ja auch schon. Die sind ja auch schon zugelassen. Gibt es nur nicht in der nötigen Menge. Da bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass daraus vor allem viel über die Ausbreitung von Corona zu lernen ist. Und wie Patrick gesagt hat, eben auch nicht über eine App. Ja, das ist richtig. Allerdings, es gibt schon fast zu viele Antikörpertests. Allerdings sind die noch nicht wirklich verifiziert. Also die WHO arbeitet ja gerade daran, Antikörpertests zu verifizieren. Und das ist auch sozusagen so ein gewisser Vorwurf bei dieser Heinsberg-Studie, ja, dass man nicht genau sagen kann, was die Zahlen nun aussagen. Denn es bestehen zwei Möglichkeiten bei diesen Antikörpertests. Entweder sie schlagen zu oft an, das heißt, sie sind nicht spezifisch genug für dieses neue Coronavirus, sondern die schlagen auch bei anderen Coronaviren an. Klar, Erkältungen haben wir alle. Dann geben sie eben zu viel raus oder eben zu wenig, weil es gab auch schon die Vermutung, dass vielen, die infiziert waren, sozusagen zu wenig Antikörper gebildet werden oder die Antikörper schwer nachweisbar sind. Also das muss man auch erst einmal alles verifizieren, da ist man dabei. Also mit den bisherigen Tests hat man doch eine ziemliche Ungenauigkeit. Okay, ich wünsche euch was. Ich ziehe mich langsam zurück. Mein Abendessen meldet dich. Tschüss. Tschüss, Georg. Mach's gut. Gut, ich würde mal die Aufnahme stoppen. Es lief eine Aufnahme. Ne? Falls jemand jetzt sagt, oh, da wusste ich gerade nichts von, könnte er mir sagen, welche Minute ich löschen soll. Okay, die Aufnahme ist jetzt gestoppt.